Hier sitze ich gut. So, hallo, ich will jetzt anfangen. Läuft's? Ja. Ich bin hier bei der Anke, die ist vom Bundesamt für Strahlenschutz. Genau, ich komme aus Salzgitter, da ist der Hauptsitz des Bundesamts für Strahlenschutz und wir sind heute auf der Buchmesse in Leipzig. Du hast schon gesagt, die Frage hört ja andauernd, deswegen bin ich mal so frech und stelle sie nochmal. Ja. Bundesamt für Strahlenschutz auf der Buchmesse, wie muss ich mir das denn vorstellen? Was macht ihr hier? Wir sind hier und haben hier heute zwei Hauptthemen, und zwar Handystrahlung und Sonnenschutz. Und Handystrahlung, weil wir hier eine ganz breite Masse erreichen können an Menschen, die hier vorbeikommen. Die sind meistens alle sehr interessiert an Handystrahlung, weil sie ja alle meistens ein Handy benutzen. Ich auch. Genau, und man braucht auch keine Angst haben, man kann das Handy ruhig benutzen. Oh, wir sagen natürlich, wenn man sich noch mehr schützen möchte, soll man ein Headset benutzen. Aber ansonsten braucht man keine Angst haben, um das Handy zu benutzen. Und Sonnenstrahlung, da möchten wir ganz gerne ein bisschen die Lehrer und die Eltern und die Kindergärten erreichen, damit die Kinder sich besser schützen und wissen, dass sie nicht einfach ohne T-Shirt und so in der Sonne rumlaufen und vor allen Dingen Sonnencreme benutzen. Und wir haben Unterrichtsmaterial. Zeig das doch mal. Ich hör's mal kurz. Ja, hier gibt es einmal Unterrichtsmaterial für den Kindergarten. Mhm. Und du sitzt auf dem Unterrichtsmaterial von der Grundschule. Und es gibt auch welches für die weiterführenden Schulen. Das ist aber leider nicht mehr geliefert worden. Aber man findet das alles bei uns auf der Internetseite bfs.de. Und wenn man da unter Mediathek guckt, dann kann man sich alle diese Sachen anschauen und diese Prospekte verschicken wir alle kostenfrei und man kann die als Klassensatz bekommen. Toll. Und dann sind auch immer Informationen für die Lehrer noch dabei. Genauso wie hier bei Handy gibt es auch Unterrichtsmaterial für die ab der 5. Klasse. Da können die Kinder sich dann alle viel, viel besser mit ihren Techniken auskennen, wenn sie mal unsere Sachen benutzen. Toll. Das heißt, die Messe hat ja einen ziemlichen Fokus auf Bildung. Ja, genau, hier gerade die Halle. Genau. Und das erklärt auch, warum ihr da seid. Ja, genau, weil wir ganz viele Lehrer hier treffen. Das ist super. Ja, toll. Genau. Dann frage ich dich noch nach deinem Lieblingswort. Mein Lieblingswort ist im Augenblick eigentlich Glück. Ich Glück? Glück finde ich voll gut. Und ich du bist ja fast ein kleines Glücksschwein. Ich bin ein Glücksschwein. Ich bin ausgebildet, ich habe ein Zertifikat. Ja, super. Toll. Ich finde Glück schön. Das mag ich. Und toll. Übrigens, man kann auch ganz toll noch so kleine Filme angucken im Internet. Da hinten läuft ein Film über Handystrahlung. Das gibt es aber auch für UV-Strahlung und auch über Handymasten. Und Notfallschutz kommt demnächst auch dazu. Notfall? Also es lohnt sich mal auf unsere Seite zu gucken. Toll. Darf ich mir so Heftchen mitnehmen? Ja, das darfst du gerne machen. Ich habe gehört, du machst was mit Kindern im Bereich Erste Hilfe, genau. Und da darfst du dir gerne ein bisschen was mitnehmen. Und du darfst uns auch anschreiben. Wir schicken es dir dann auch nach Hause. Dann musst du nicht alles tragen. Oh, eins nehme ich auf jeden Fall mal gut, mit. Gut, das ist in Ordnung. Ganz toll, ich gebe dir ein heiles. Toll, dann sage ich schon mal vielen Dank. Ja, gerne, schön, Noppes. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, das wäre toll. Das war ja mal spannend, oder? Ja, dann sage ich Dankeschön und bis dann. Und ich hoffe, Mirko strahlt nichts aus. Nee, der strahlt bestimmt nicht. Höchstens Glück und Liebe. Oh, ich hoffe, das hat man gehört. Tschüssi.